Vielen Dank, vielen Dank für hier kommen mit mir und Lisa. Wenn ich heute Abend von den Deutschen spreche, dann meine ich damit eine umfassende Lebensweise und Kultur, nämlich den Deutschtum. Bletchley Park, getrennt. Ich bin hier, um zu vereinen. Von oben, Gott sieht keine Grenze. Gott sieht nur Grenzestein von Ewigkeit. Ich bin hier Abend so einsetzen, eine Flagge auf den Bergen. Ich bin hier. Ein Feuer. Es lohnt sich, für alles Wertvolle zu kämpfen. Ich wiederhole. Es lohnt sich, für alles Wertvolle zu kämpfen. Wer beschützt und bewahrt, was ihr liebt. Wir brauchen eine Vertrauensgemeinschaft. Lisa und ich fahren alles Deutschland und manchmal in Österreich. Und die Frage ist immer, alles, immer und alles. Wer kann man vertrauen? Wer kann wir vertrauen? Die Massmedien, die Politiker. Nein. There you are. You appeared. Can someone turn this around now for me, please? Heute, die Situation, die Lage, Bedrohung, Krieg, die Lügen, Massmedien, Übertreibung, Häßlichkeit, immer. Und viele politische Lärm.
wieder an und wieder an. Und die dunkle Wolken ist nah. Von der Wolken ist der saure Regen oder der schmutzige Regen. Unglück sein, Einsamkeit, Verbitterung, Gelüste, Hoffnungslosigkeit, Angst, Spaltung, Depression, Traurigkeit, Ausreden. Und es große heute. Hier ist ein Regenschirm. An der linken Seite. Liebe ist die einzige Antwort. Und es ist die einzige Antwort. Und der rechten Seite. Es ist gut, Deutscher zu sein. Deutscher. Deutschtum, Deutschkultur, Deutschlebensweise. Bletchley Park and Churchill and the Americans and the British. They sag zu sie in Österreich. Bletchley Park, die Amerikaner und die Briten sagen zu euch Österreichern. Sie ist Teil mit uns. Und getrennt. Spaltung from the Deutsche. Die andere Seite der Grenze. Die Mitte, Gott ist zurück. Unter Vertrauensgemeinschaft. Auf Englisch, a community of like-minded people. Englisch ist das eine Gemeinschaft von gleichgesinnten Menschen. People of like heart. Auch von Menschen, die mit gleichem Herzen ausgerichtet sind. People who communicate with each other. Menschen, die miteinander kommunizieren. In the same language. In der gleichen Sprache. Hier Antriebskraft und Überzeugung. Eine neue Energie. Das ist das Streichholz. Das Feuer. Hier, Zukunftsvision. Ein Grund für Leben, ein Lebensgrund, ein Zweck. Ich habe viele deutsche und österreichische Studenten in den letzten 35 Jahren. Aber hier ist null. They are smart. Sind klug. They are attractive. Attraktiv. They are friendly. Freundlich sind sie auch. But they have no reason for living. Aber einen Lebensgrund oder Zweck haben sie nicht. The regime says. Regime oder unsere Regierung sagt. That a vision, a dream, that's dangerous. Es ist gefährlich, eine Vision oder einen Traum zu haben. We are to trust them for a Zukunftspläne. Wir sollen auf sie vertrauen, dass sie uns die Zukunftspläne bescheren. Dasselbe, the new Welt, neues Weltorder. Dasselbe. Nicht ähnlich, dasselbe.
Aber Gott hat eine Zukunftspläne für sie. Es ist nicht dasselbe. Hier die Pfeil. Zu der Center. Natürlich große Seele und Geist. Groß Seele und Geist. Deutschtum. Kultur. Denken. Hearts alike. Das Denken und die Herzen sind gleichgeschaltet. That is where the Vertrauensgemeinschaft comes from. From the heart that is alike. Vom Herzen, was gleichgerichtet ist. Das ist ein Regenschirm. Geschlossen, es ist schwach. Nicht funktioniert. Aber jetzt, es ist stärker. Es funktioniert. Die dunklen Wolken und die schmutzige Regen kann nicht. Come through. Durchdringen. Und hier in der Griffe ist die Hände auf dem Griffe. Das ist der Schutz, der Support. Welche Hände? Wer Hände auf dem Regenschirm? Die Griffe. Meine? Das ist nicht unsere Hände. Das ist Stärke. Unter der Regenschirm ist die Leute von Deutschtum. Leute, who mit vier Dinge, nur vier Dinge. Eins, du sagst, ich fühle Deutschtum und nicht anderes. Zweiter, ich investiere in Deutschtum. Mein Geld, meine Energie. Und ich spreche Deutsch. Die beste Sprache in der Welt. Ich spreche Deutsch mit Respekt. Und vierter, wann mit anderen. Ich kann sagt diese Worte. Ich bin ein Deutscher, ich bin ein Österreicher und ich stolz bin. Vier und nur vier. Ende. Ganz einfach. Sehen, saure Regentropfen und sehen Punkte der Regenschirm. Unter der Regenschirm ist ein Schutzzone, ein Sicherheitsgebiet oder Lager. Und Deutschtum. Der Deutsch Sprache, Leute, unter. Und unter ist der Gebende. Und draußen die Schutzzone.
is the Nehmender. Nach Inder. Und der Spitzer. Der Spitzer ist immer lieber. Steht über allem lieber. Es ist die einzige Antwort. That's Chancellor Scholz from Deutschland calling me. Der Kanzler Scholz meldet sich aus Deutschland. He wants to know where I am today. Er möchte erfahren, wo ich heute bin. Der Regenschirm hat 10 Punkte. Ich will sagt, sie wiederholt. Verstehen Sie? Gut. Freude. Oh. 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 Lisa und ich 8000 Kilometer für das? Wiederholen. Freude. Oh. Besser. Friedlichkeit. Geduld. Freundlichkeit. Güte. Glaube. Sanftmut. Selbstdisziplin. Ehrlichkeit. Und Mitgefühl. Das sind 10 Punkte in der Regenschirm. Warum sagt sie, Gott ist zurück? Aber Bletchley Park, 80 Jahre vor, sagt, Gott hat euch weggenommen. Er hat euch verlassen. Gott ist tot. Gott ist weggehen. Der Deutsche glaube das. Mindestens 2% hat ein Verbindung mit Gott. Bletchley Park sagt Lüge, großer Lüge. Du keep you klein. Gehorsam. Ruhe. Verwirrt. Gott war in der Vergangenheit ein wichtiger und besonderes Teil von deutschen Familien und österreichischen Familien. Natürlich. Nicht in der religiösen. Aber natürlich. Gott ist zurück. Es ist Zeit. Jetzt ist Zeit.
Er hat euch nie verlassen, nie. Er hat euch nie weggenommen. Das ist Bletchley Park. Gott ist weder tot, noch schläft er. Gott ist mit euch jetzt. Deutsch mit Respekt. Es tut mir leid. Antwort. Nicht meine Aussprache. Ich habe eine Forderung für euch. Stammtische, Stammtisch, Stammtische, neues Stammtische. Mit diesen 10 Punkten in der Mitte. Jedes 2 Wochen. Vertrauensgemeinschaft in einer Platz, einer Lage und derselbe Zeit und mehr und mehr zusammen. Gutes Essen, gutes Trinken, Spaß machen, ja, gut. Gutes Diskussion. Als gutes Diskussion. Was ist die echte Problem in Deutschland und Österreich? Sind Sie Politiker? Hat ein Erlösung? Herzdeutsch. Das ist, was ist wichtiger jetzt. Nicht ein politische Organisation, nicht eine religiöse Organisation. Wir brauchen nicht. Eine Lebensweise. It is a way of treating each other. Eine Lebensweise, in der es darum geht, wie wir miteinander umgehen. It is a way of handling conflict. Eine Art und Weise, wie wir mit Konflikten umgehen. That brings us closer together. Wodurch wir enger zusammenwachsen. Bletchley Park says, Spaltung, getrennt. Ich sehe von oben. Und ich sehe kein Glänzen. Kein Glänzen. Wer beschützt und bewahrt, was ihr liebt, für alles. Für Lisa, für mich, für euch. Deutschtum kämpft
gerade um seine Existenz, um sein Überleben als Lebensweise. Und ihr könnt etwas tun. In Deutschland sagst du mir, William, wir hofflos. Wir so klein. Ein Feind ist so groß. William, sie sagt, ask good questions. William sagt, stellt gute Fragen. Und der Deutsche sagt zu mir, we cannot ask good questions. Und die Deutschen antworten, nee, wir können keine guten Fragen stellen. William, you don't understand. Das verstehst du nicht, William. We are afraid. Wir haben Angst. We have to look over our shoulder. Wir müssen über die Schulter schauen. We could get in trouble. Das kann uns in Schwierigkeiten bringen. So the first question is, die erste Frage also ist, where did the Germans go? Wohin sind die Deutschen gegangen? They're not here today. Sie sind einfach nicht da heute. But they must be here. Doch sie müssen hier sein. And you, here in Salzburg, must stand up. Und ihr hier im Salzburger Raum müsst aufstehen. You must be stronger than you are today. Ihr müsst stärker werden, als ihr heute seid. Not, nicht gewollt. Nie. Liebe ist die einzige Antwort. You must come together now. Ihr müsst jetzt zusammenkommen. You must heal the old wounds. Und die alten Wunden heilen. You must practice, übt the 10 points. Übt miteinander die 10 Punkte. You said them. Ihr habt die Qualitäten gesagt. Then you must do them. Und als nächstes müsst ihr sie leben. We don't live in an easy world today. Heutzutage lebt keiner in einer leichten Welt. And you know it. Ihr wisst das. We live in a world we have to pretend. Wir leben in einer Welt, wo wir so tun müssen, als ob. We have to go along to get along. Wir müssen mitmachen, damit wir durchkommen. We say with our mouth, mit dem Mund sagen wir Dinge, what our heart knows is untrue, von denen unser Herz weiß, dass sie nicht stimmen. We are like actors and actresses on stage. Wir sind wie Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Bühne, pretending, die vorgeben. And still living in fear. Und trotz alledem in Angst leben. Fear of what? Wovor haben Sie Angst? Lisa, komm mit. Zu mir bitte. Lisa, komm bitte nach vorn. Zu mir. If you are afraid of anything, wenn ihr vor irgendetwas Angst habt, why aren't we afraid? Warum haben wir denn dann keine why Angst? Why are we here today? Warum stehen wir heute hier? Because we love you. Weil wir euch lieben. And perfect love. Und vollkommene Liebe drives out fear. Vertreibt die Angst. When you love somebody, wenn ihr jemanden liebt, you must protect them. Müsst ihr denjenigen beschützen. And you have no fear. Ohne Angst. Und ihr habt keine Angst. That's why we have no fear. Das ist der Grund, weswegen wir uns nicht fürchten. They threaten us. Sie haben uns bedroht. We must stop, they say.
Sie haben gesagt, ihr müsst jetzt aufhören. But we will not stop. Wir werden jedoch nicht aufhören. Because this is a battle, ein Kampf. It's ein Kampf for the Seele of Deutschtum selbst. Thank you, sweetie. Ich auch muss Geduld haben. Achtzig Jahren auf Lüge in den Schulen, in den Arbeitsplatz, alles. Und die Massmedien? Keine Wahrheit. Lüge und Lüge wieder an. Aber für mich, ich bin ein uralt Mann, fast 80. Mein Zeit ist nach Ende. Es ist Deutsch. Let's now stand up. Jetzt müsst ihr aufstehen. You must protect what you love. Und das beschützen, was ihr liebt. And that is this land. Und das ist dieses Land hier. And this culture. Und eure Kultur. And the Ahnen und Urahnen und Ur-Urahnen. Was bauen diese Familien? Und ihre Perspektive müssen wechseln. In dieses Raum, dieses Leute ist ihre Brüder und Schwester in ein großer, wundervoller Familie. Aber alle deutsche Sprecher ist auch in der Familie. Bletchley Park war Lügen und Lügen und Lügen und umkehrt Welt. Your question to me. Eure Frage an mich. William, are you certain of this? Lautet, William, bist du dir auch sicher? You were wrong about the weather. In Sachen Wetterberichte hast du dich getäuscht. So I'm not a weatherman. Also als Wettermann, als Wetterberichterstatter könnt ihr mich vergessen. I confess it. Das gestehe ich. But I know you. Ich kenne euch. And I love you. Und ich liebe euch. And how can you repay Lisa and I? How can you repay us? Und wie könnt ihr Lisa und mir etwas zurückgeben? Love each other. Liebt einander. In the same way we love you. In derselben Weise wie Lisa und ich euch lieben. Nie kritisiert. Kritisiert euch nicht.
nie beschwert. Beschwert euch nicht. Und in Deutschland, was ist das? Was ist das? Was ist das in Deutschland? Der deutsche Finger. Der deutsche Finger. It goes, you, huh? You, huh? You. And it does this. Put your mask up. Der Finger zeigt auf einzelne Leute und sagt dann, Maske hochziehen. The deutsche Finger in the Hosentasche steht. Immer steht in the Hosentasche. We must be kind to each other. Wir müssen freundlich zueinander sein. If you want to repay Lisa and I, wenn ihr Lisa und mir etwas zurückgeben wollt, then love each other. Dann liebt einander. Think before you speak. Denkt nach, ehe ihr etwas sagt. Will this make my brother and sister feel better? Wird das, was ich jetzt sagen will, meinem Bruder oder meiner Schwester ein besseres Gefühl vermitteln? And if not, wenn das nicht der Fall ist, be silent. Halte den Mund. Gott ist weder tot noch schläft er. Gott ist ruhig. Gott ist mit euch und jetzt. William, are you certain? Bist du dir auch sicher, William? Jawohl. Gewiss. Mit Gott, wir gewinnen. I don't necessarily want to do this. Ich bin gar nicht so scharf darauf, Folgendes zu tun. But those of you who know me well, diejenigen unter euch, die mich gut kennen, know that I'm a little man, wissen, dass ich ein kleiner Mann bin, under authority, der einer Autorität untersteht. I can only say what I am told to say. Ich darf nur diese Dinge sagen, die mir gesagt werden. Not one word more. Ich darf nicht ein Wort hinzufügen. I can only do what I'm told to do. Ich darf nur das tun, was mir gesagt wird zu tun. So I must read this. Daher muss ich das Folgende vorlesen. You don't have to do anything. Keiner hier im Raum muss etwas machen. Our time is almost over together. Unsere Zeit, die wir miteinander verbringen, ist fast schon zu Ende. But if in your heart, wenn aber in eurem Herzen, you want greater strength, ihr mehr Stärke erlangen wollt, and you want to be closer to God, und ihr Gott näher sein wollt, then repeat these words after me. Sprecht diese Worte nach mir. Don't whisper them. Und flüstert sie nicht. Speak them out loud. Sprecht sie laut aus. If your heart is not right, wenn das in deinem Herzen nicht mitschwingt, stay silent. One more minute. Dann haltet eine Minute lang den Mund. These words have great power. In diesen Worten steckt eine große Kraft. Say them only if you mean it. Sprecht sie nur dann nach, wenn ihr sie auch meint. There is one word in the first sentence. Im ersten Satz gibt es ein Wort. Everyone says, William, you must never say that word. We don't like that word. Was abgelehnt wird und mir wird gesagt, William, dieses Wort darfst du überhaupt nicht verwenden. Lass es. I say, okay, okay. Und ich sag, na ja, wenn ihr meint. And God says, say the word. Und Gott besteht darauf, du sagst dieses Wort. It's the word sünde.
Es handelt sich um das Wort Sünder. Und was bedeutet dieses Wort? Ist nicht religiosa. Was bedeutet, was meinen Sie das? Dieses Wort ist, ich bin klein und schwach und Gott ist groß und stark. Ich brauche Gott. Sind Sie bereit? Sind Sie fertig? Okay. Himmlischer Vater. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Und Hilfe brauche. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich nehme dich als meinen Herrn. Meinen Erlöser und als meinen Freund an. Bitte komm in mein Leben und helf mir, nach deinem Willen zu leben. Als das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Stärke von oben. Stärke von oben. Lisa und ich brauche heute, jedes Tag, Stärke von oben. Und sie auch. Stammtisch, wichtiger, ein Vertrauensgemeinschaft. Kommen, ich muss kommen. Es ist nötig, kommen unter dem Regenschirm, in die Schutzzone, das Sicherheitsgebiet und Lager. Thank you for coming to be with me. Vielen Dank. Danke schön, dass ihr gekommen seid, um mit mir zu sein. Ich habe hier Zane Kopie Erika, die Flipbook. Lisa schreibt, vor die unschuldigen Tour, hundreds und hundreds of Städte in Österreich und die Baltik und Deutschland und über alles. Befreien und erneuern through Beta. Do we have any banks? Yeah, okay, good. Hände auf dem Griff. Bitte. Nein. Hier. Und hier. Und da. Und da. Alles. Bitte.
Hände auf dem Griff. Alles. Wir haben 10 Kopie left auf Erika. Es gibt noch 10 von den Ausgaben des Flip-Büchleins Erika. And they are signed by Elvis Presley. Elvis Presley hat sie signiert. Nein, nicht Elvis Presley. Lisa und ich. Lisa hat 7 Flipbook und 1,017,000 readers in the deutsche Sprache. Lisa hat 7 Büchlein geschrieben und 1,017,000 Leser haben diese Büchlein gelesen. Wir haben herzdeutsche Shopping Bags. Ja, wir haben Einkaufstaschen mit dem Herzdeutsch-Schirm drauf. If you have the courage to take it to the grocery store, you can raise your finger and have one. The gutes Finger. Wer von euch diese Tasche wirklich zum Einkaufen benutzt, darf seinen guten Zeigefinger heben und ihr bekommt eine. Lisa will come and give it to you. Lisa geht durch die Reihen und verteilt die Geschenke. Okay. She will come to all the tables. Sie wird alle Tische aufsuchen. Now I must warn you. Eine Warnung an euch. That Lisa will follow you to the grocery store. Die Lisa geht euch hinterher in den Einkaufsladen. And make sure that you're using it. Sie will sich vergewissern, dass ihr die Tasche auch wirklich nach außen tragt. So. Remember, alles Hände. Denkt daran, dass jeder diesen Schirm einmal in der Hand gehalten und hat. Okay. Okay. Okay, what have the next Herzdeutsch shopping bag? Und Lisa, now 10 Kopie from us to you. Yes. Who has? If you have the shopping bag, you can't have this. Also wer schon eine Einkaufstasche bekommen hat, kann jetzt nicht auch noch ein Flipbüchlein bekommen. If you will read it, ein gutes Finger in der Luft und Lisa will give you one. Die es lesen werden, guten Finger strecken, so dass Lisa euch sehen kann und ihr bekommt eins. Okay. Alles Hände. Okay. Good. Vielen Dank. Es ist wichtig, alles Hände. Okay. Okay. Who else do we have? We have ein Kopie. In der Zukunft, those signatures will be worth 25 cents on eBay. Die Unterschriften in euren Büchlein werden künftig 25 Cent wert sein, wenn ihr sie auf eBay verklopfen wollt. So hold on to them. Also bitte achtet auf das Büchlein. Und der letzte Schenk ist
5 Kopie of the Constanzes Kind. Lisa, auch. 10.000 Kopie. Constanzes Kind. Gone immediately. Die 10.000 Ausgaben von dem Buch Constanzes Kind sind sofort ausverkauft, verbraucht gewesen. Like that. 5 copies read in sehr gut deutscher Frauen und Männern. Und Mann. 5 Kopie. If you want one, Lisa will give it to you. Wer jetzt ein Hörbuch haben möchte und streckt, wird von Lisa eins bekommen. Okay, in the back there, sweetie. Elfriede. A woman at a meeting 2 days ago. 2 Tage ist es her, dass eine Frau bei einem Treffen says she has a long drive to work. Zu mir sagte, dass sie eine weite Fahrt auf sich nehmen muss, um zur Arbeit zu kommen. And every day she listens to that CD. Und sie hört sich jeden Tag diese CD im Auto an. It is beautiful Deutschsprache. Es ist in schöner deutscher Sprache gesprochen. I went into a store not too long ago to buy Lisa a present. Auch nicht zu lange her bin ich in einen Laden gegangen, um Lisa ein Geschenk zu kaufen. She wanted some leather gloves. Sie wollte Lederhandschuhe von mir haben. But because I'm a man, weil ich aber ein Mann bin, I got the wrong ones. Habe ich die falschen Lederhandschuhe gekauft. That's not what's important. Das ist nicht das Wichtige. The person who took the money for the wrong gloves. Die Kassiererin, die mein Geld genommen hat für die falschen Lederhandschuhe, was wearing one of these. Trug ein solches Armbändchen. If you're here for the first time, wer hier zum ersten Mal ist, I won't hand them out to you. Ich werde sie euch nicht extra geben. But I want you to have one of these. Ich möchte, dass ihr ein solches Armbändchen bekommt. So that you never forget. Dass ihr es nie vergesst. What was important about this meeting? Was an diesem Treffen wichtig war. Liebe ist die einzige Antwort. The green. If you're here for the first time, we have one for you. Wer hier zum ersten Mal ist, bekommt ein grünes Armbändchen. We'll just spread them out up here so that you can have them. Also wir verteilen sie auf dem Tisch hier und ihr holt euch ein Bändchen. Und danke vielmals für Ihre Geduld. Danke vielmals für hier mit Lisa und ich kommen. Thank you so much.